So, was jetzt hier so aussieht, als wenn ich den Hund aussetzen will, was ich auf gar keinen Fall niemals, niemals machen würde, weil er mein absoluter Goldschatz ist. Ne, mein Baby bist du, ne? Okay, Hugo, bleib. Hugo, nein, bleib. So ist fein. So, was mich eigentlich selber nervt, ist, dass ständig Videos kommen hier mit Müll und so ein Scheiß. Aber ich habe jetzt hier, das ist hier so eine Mountainbike-Strecke, das ist ganz bei mir in der Nähe, wo ich wohne. Da hinten ist eine BMX-Bahnanlage, da kann ich auch noch mal ein paar Fotos, Videos machen, das mal irgendwann mal zeigen. Das ist nämlich ein ganz cooler Sport. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich laufe jetzt hier so lang mit Hugo, ärgere mich dann über den Müll. Und normalerweise erwähne ich das gar nicht, weil ich habe immer einen Sack dabei. Und ja, was soll ich sagen, ich sammle das ein, stelle das an die öffentlichen Mülleimer, beziehungsweise gibt es dann mittlerweile Säcke, die man bezahlen muss. Und die stellt man bei sich zu Hause am Müll mit hin und dann ist das weg. Aber, was ich jetzt hier eigentlich mitteilen wollte, Hugo, nein, ich hau nicht ab, ich setze dich nicht aus. Warte, bleib, bleib. Na gut, er hört nicht ganz so gut, wie ich hier immer denke. Bleib. Jetzt kommt auch noch ein Auto. Was ich eigentlich mitteilen wollte, ist, dass hier, müssen wir mal gucken, ob man hinten nicht überfahren wird. Nein. Ihr könnt hier sehen, überall grüne Beeren, die sind irgendwann dann reif. Und jetzt kommen die Menschen her und pflücken die und wollen die dann verzehren. Danger, danger, weil dazwischen, ganz gut an den Blättern zu erkennen, wie hier auch wieder und auch an der Blüte. Hier ist, kann man das noch ein bisschen besser sehen, wenn es nicht so gegen das Licht ist. Das ist der sogenannte Riesenbärenklau. Wenn man jetzt hier drin die Brombeeren pflückt und mit dieser Pflanze bzw. mit dem Saft in Berührung kommt, ich versuche das mal hier auch nochmal zu zeigen, da sind so kleine Härchen dran. Mal gucken, ob man das noch ein bisschen fokussieren kann. Ah, nicht richtig, aber ein bisschen geht das. Ja, wie gesagt, wenn man mit dem Saft in Berührung kommt und dann noch UV-Licht, künstlich oder Sonne, ist scheißegal, dann sieht das echt übel aus. Das sind so Verletzungsmuster ähnlich, Verbrennungsgrad, zweiter, dritter Grad. Also wenn sowas ist, hier mit Wasser abspülen, 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 das ist echt übel. Ne? Wenn ich jetzt so an Kinder, Jugendliche, weil ich habe ja gesagt vorhin, da hinten Sportstätte, auf dem Hauseweg, mal eben schnell so ein paar Dinge gepflückt. Die sind im Weg, ich hau die weg und schon habe ich die Scheiße an den Klamotten. Übelste Kacke. Okay, wie gehe ich vor? Das ist meldepflichtig. Ich habe auch in dem Wald drin schon ganz viel gesehen. Richtige Felder von diesem Riesenbärenklau. Ja, und ich habe gerade auch mit dem Boss von der BMX-Bahn gesprochen. Also der Prisi sozusagen. Und die haben das auch im Schirm, haben das wohl auch schon ein paar Mal weitergegeben. Aber letztendlich ist da nicht viel passiert. Gut, wenn wir jetzt da irgendwie keine Abhilfe schaffen, dann werden wir das hier selber pflücken. Ich werde den Verein da unterstützen, beziehungsweise die haben da auch keinen Bock drauf, dass hier jemand verletzt wird. Dann machen wir das halt selber und verbrennen das oder so. Ne? Gut, gehen wir zurück zum Müll und zu Hugo, bevor er echt noch schlechte Laune kriegt. Hast du fein gemacht. Hast du fein gemacht. So, den Müll werde ich jetzt eben aufsammeln. Und dann gucke ich auch immer, ob ich da irgendwie Adressen, Kontoauszüge, manchmal ist das ja so, ne? Da ist sogar ein Totschläger mit bei. Mega, was die Leute alles wegschmeißen. Ne? So, das aufgesammelt. Und dann gehe ich hier vorne links vor der Straße rein und gehe dann noch einmal komplett durch den Wald durch, um das dann halt dementsprechend alles aufzuräumen, was da dreckig ist. Ich fahre immer wieder Autos vorbei. Das Ding ist nämlich, dass hinter diesem Zaun so eine ein Betriebsgelände ist. Wohl ist der Verein auch noch drin. Die haben da so eine Indoor-BMX-Bahn. Und dann ist da ein Bauträger und so. Deswegen ist hier ein bisschen Verkehr. Gut. Hugo, wollen wir Müll sammeln? Naja, dann werden wir mal Müll sammeln. Dann bis später.